Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, atemlose 3 Monate liegen hinter uns, seit am 14. März der Landtag aufgelöst wurde und Neuwahlen binnen 60 Tagen für uns anstanden. Wir haben gemeinsam einen super Turbo-Wahlkampf hingelegt, in dem wir vielleicht, ja, wir haben wegen dieser wahnsinnig kurzen Planungsphase vielleicht, inklusive Osterferien, eine unglaubliche Präsenz auf der Straße gehabt. Wir haben wahnsinnig viel Veranstaltungen hinbekommen. Ja, und wir hatten schwierige Rahmenbedingungen. Eine starke Ministerpräsidentin, neue Konkurrenten auf dem Wählermarkt, die das Medieninteresse auf sich zogen und schließlich dieser Überlebenskampf der FDP, die letztendlich unverdiente Abstaube einer CDU wurden, deren Spitzenkandidat Norbert Röttgen wirklich keinen Fehler ausgelassen hat und die verdientermaßen in ein historisches Tief in NRW gesteuert sind. Also eine echte strategische Herausforderung lag für uns in diesem Wahlkampf. Einerseits mit unseren Inhalten vorzukommen, unsere grüne Eigenständigkeit herauszustellen und auf der anderen Seite auch unsere Wahlaussage, diese erfolgreiche Koalition fortsetzen zu wollen, auch diese Wahlaussage zu untermauern. Beides wurde im Übrigen von unseren Wählerinnen und Wählern erwartet. Wir haben uns nicht irritieren lassen, wir haben uns nicht kirre machen lassen von Unkenrufen in der Presse, wir wären irgendwie langweilig und uninteressant geworden. Nein, wir haben auf unsere Stärken gesetzt, das heißt Inhalte, Präsenz, Geschlossenheit und Glaubwürdigkeit. Sagen, was man tut und tun, was man sagt. Wenn manche Talkshow-Moderatoren meinen, sowas sei langweilig und wenig hip und unmodern, dann sind wir das gern und aus Überzeugung, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden mit euch noch eine ausführliche Auswertung im September, Sabine sagt es bereits, machen. Bringt euch im Wurzelwerk ein, gebt uns Rückmeldung zum Wahlkampf, denn nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf und 2013 fangen ja jetzt die Planung für den Bundestagswahlkampf schon an. Im Ergebnis haben wir dann einen klaren Auftrag der Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen bekommen. Denn das zweitbeste Wahlergebnis unserer Geschichte in NRW heißt für uns, die Wählerinnen und Wähler wollen weiter eine starke grüne Komponente in einer neuen Landesregierung. Dass die SPD hinzugewonnen hat, dank ihrer Ministerpräsidentin, heißt eben nicht auf der anderen Seite, dass weniger Grün gewünscht ist in Nordrhein-Westfalen. Jede Kraft braucht eben ihren Antrieb. Und genau das, liebe Freundinnen und Freunde, war für uns Auftrag und Ausgangslage für die Koalitionsverhandlungen. Heute legen wir euch ein Ergebnis vor, das diesem Motto konsequent folgt. Der hart erkämpfte Wahlerfolg und dieser Koalitionsvertrag mit klarer grüner Handschrift konnte nur gelingen mit einer super gut aufgestellten, hochmotivierten Parteibasis, euch. Er konnte nur gelingen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Landesgeschäftsstelle. Ihr habt sie gerade zu Recht hier stehend applaudiert, die unglaublich viel geackert haben, teilweise Tag und Nacht im Einsatz waren. Dieser Erfolg konnte nur gelingen mit einer fachlich gut aufgestellten Landtagsfraktion, mit Abgeordneten und Mitarbeiterinnen, die sich ins Zeug gelegt hatten und gut vorgearbeitet hatten in den 2 Jahren. Erfolg konnte nur gelingen mit einer erstklassigen Leistungsbilanz unserer grünen Regierungsmitglieder, die wir auch selbstbewusst präsentieren konnten. Der Erfolg konnte gelingen mit großer Geschlossenarbeit, Teamarbeit, Solidarität auf allen Ebenen. Und ganz besonders konnte dieser Erfolg gelingen mit einer hervorragenden Spitzenkandidatin und Verhandlungsführerin, die alles gegeben hat. Liebe Silvia, auch dir nochmal ein ganz großes Dank für deinen Einsatz. Ja, allen liebe Freundinnen und Freunde, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Es war ein großartiger Einsatz. Wir haben wirklich hart gekämpft und wir haben verdient gewonnen. Mit dieser Aufstellung in der Partei, in der Fraktion, in der Regierung, mit dieser Aufstellung ist mir wahrlich nicht bange vor den Herausforderungen, die nun vor uns liegen. Solltet ihr heute das Go geben für 5 Jahre Regierung, rot-grüne Regierung. Herausforderungen, die nicht ohne sind.
Es steht die Jahrhundertaufgabe an, die Energiewende zum Erfolg zu führen. Da braucht es grüne Kompetenz in dem Industrieland in Nordrhein-Westfalen. Natürlich in möglichst vielen anderen Bundesländern und auch und besonders 2013 endlich in Berlin, damit die Weichen für das Zeitalter der Erneuerbaren richtig gestellt werden. Die Landes- und Kommunalfinanzen müssen wir nachhaltig konsolidieren, damit Politik und Staat handlungsfähig bleiben. Für uns ist dabei eins klar: Wir können und werden in Nordrhein-Westfalen die soziale Infrastruktur nicht kaputt sparen. Investitionen in Bildung und Klimaschutz sind als Zukunftsinvestitionen rentierliche Ausgaben und auch weiter notwendig. Auch wenn wir uns jetzt den notwendigen Herausforderungen einer strukturellen Konsolidierung stellen müssen, können und werden wir es ohne Unterstützung des Bundes nicht schaffen, die Kommunen in Nordrhein-Westfalen wieder handlungsfähig zu machen und die Schuldenbremse für den Landeshaushalt einzuhalten. Das heißt, wir brauchen eine Steuerreform, die auch die Einnahmen neu verteilt und sie auch erhöht. Und darum, liebe Freundinnen und Freunde, der größte Landesverband der Grünen muss auch dieses innerparteilich immer wieder vortragen, damit 2013 mit hoffentlich einer neuen Regierung dann das auch hier in Nordrhein-Westfalen ankommt. Finanzielle Spielräume sind auch, nicht nur, aber auch Grundlage für das Funktionieren einer lebendigen Demokratie. Und auch das ist Herausforderung für die nächsten Jahre. Die Demokratie immer wieder neu zu beleben, erlebbar zu machen, für jeden und jede Teilhabe zu gewährleisten, bleibt Herzensthema für uns Grüne und ist Voraussetzung für das Funktionieren unseres Gemeinwesens vor Ort in den Kommunen, ist Voraussetzung für das Funktionieren unseres Staates. Wir brauchen wieder mehr Vertrauen in und Nähe zur Politik der Bürgerinnen und Bürger. Dafür wollen wir neue Beteiligungsformen stärken. Wir müssen sie ausprobieren. Das setzt Transparenz voraus und die Bereitschaft, die direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern auch zuzulassen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, dafür stehen wir Grüne in Nordrhein-Westfalen an allererster Stelle. Und letztendlich kommt es auch auf uns in NRW an. Ob unser erfolgreiches Regieren hier den Weg für einen Regierungswechsel auf Bundesebene ebnen kann. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist höchste Zeit für die Beendigung des regierenden Elends in Berlin. Wir können es besser und wir werden es in NRW weiter unter Beweis stellen. Dieser Koalitionsvertrag bietet dafür eine Grundlage, eine gute Grundlage für 5 Jahre Erneuerung. Und liebe Freundinnen und Freunde, lasst ihn uns gemeinsam mit Leben füllen. Ich freue mich auf die Beratungen.